In Folge 105 sprechen wir mal darüber, wie du Hochzeiten richtig kalkulieren solltest. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Peter Sturm und hier erfährst du alles offen und ehrlich über die Themen Fotobusiness, Fotografie und die Selbstständigkeit in die Fotografie. Ich möchte dich hier inspirieren und motivieren, dass du erfolgreicher fotografieren kannst. Viel Spaß dabei! Bevor wir reinstarten ins Thema, ich habe gestern in den Nachrichten noch ein KI, als Künstliche Intelligenz-Tool gesehen, das es neu gibt. Das heißt, du kannst jetzt auf Deutsch zum Beispiel ein Video machen, besprichst das, lädst das rauf und ein paar Minuten später kriegst du ein fertiges Video, wo du Hebräisch, Griechisch, Englisch, Französisch, alle Sprachen, die es auf dieser Welt gibt, sprechen kannst. Also das heißt, du lädst auf Deutsch rauf. Bisschen später kriegst du ein Video mit deiner Stimme in der perfekten Sprache, die du gewählt hast, und der Mund bewegt sich perfekt zu der Sprache, also wie du sprichst. Also es sieht niemand, ob du jetzt wirklich das selber persönlich sagst oder nicht. Und da habe ich mir schon gefragt, es gibt ja vielmals so Serien oder Filme, wo du siehst, dass sich der Mund nicht passend bewegt zur Sprache, zur Dolmetschersprache. Und das ist natürlich so, dass wahrscheinlich Hollywood oder wer auch immer die Filme natürlich neu raufladen können und automatisch nach ein paar Stunden wahrscheinlich, wenn es ein langer Film ist, kriegen die fertige Videos in allen Sprachen, die sie wollen. Da redet der Star in der richtigen Sprache und bewegt den Mund richtig dazu. Also es ist gigantisch, was hier Veränderungen kommen werden, egal ob das jetzt Übersetzer sind, Dolmetscher sind, wir Fotografen sind, also pff. Bin sehr gespannt. Heute Nachmittag gehe ich einen Vortrag über das Thema Künstliche Intelligenz und Bildgestaltung. Also, was kann man machen mit den verschiedenen KIs zum Thema Bilder generieren und so weiter. Also bin ich auch sehr, sehr gespannt. Halte ich hier auf dem Laufenden. Und nichtsdestotrotz finde ich immer noch, haben wir den richtigen Job und es macht einfach Spaß. Aber dass es Spaß macht, hängt natürlich auch davon ab, wie kalkuliert man Preise. Und ich habe das Thema Hochzeitsfotografie-Kalkulation extra jetzt reingenommen, aus dem Grund, weil jetzt ja eigentlich die Suche für 24, 25 losgeht und man natürlich auch die Preise dementsprechend entweder schickt oder auf der Webseite verfügbar hat. Und hier ist einfach wichtig, dass du Preise hast, die für dich passen. Ich habe hier mal ganz ein einfaches, einfache Rechnung. Es geht mir einfach darum, und das wirst du auch sehen, das kann ich auch sagen, jetzt nach 16 Jahren eigentlich 13 Jahre Hochzeiten fotografieren, dass du auch hier nie den richtigen Preis hast. Wichtig ist aber, dass wenn du todmüde nach Hause kommst, wenn du am nächsten Tag Muskelkater hast, dass du wenigstens sagst, okay, es hat sich finanziell gelohnt. Wenn es ein super tolles Paar ist, tolle Gäste, tolle Location, hat es sich doppelt gelohnt. Wenn es aber ja, andere Brautpaare sind, die du dir wünschst, dann bist du wenigstens froh, wenn das Geld passt. Und ich habe hier mal einfach mal rechnerisch das so angeschaut. Ich gehe jetzt mal davon aus, eine 6-Stunden-Hochzeitsbegleitung. Und wenn du jetzt sagst, okay, jetzt ich fange vielleicht an oder ich bin vielleicht schon, habe schon ein paar Hochzeiten gemacht, kostenlose, ganz, ganz billig, dann weißt du was, ich fange mal an mit 1200 Euro oder Franken. Also eigentlich immer noch zu günstig. Aber wenn du jetzt im Hochzeitspaar sagst, du, ich komme 6 Stunden, kostet 1200, dann sagen die oder denken wahrscheinlich, die rechnen jetzt nur 1200 dividiert durch 6, heißt 600 Euro oder 600 Franken pro Stunde. Also der verdient ja mehr wie ich oder sie verdient mehr als ich. Boah, oder? Jetzt habe ich das mal aufgeschlüsselt und das sind immer zwei Bereiche. Der Bereich 1 ist die Kosten, die du hast, die du siehst, die du berechnen musst und Kosten, die den Kunden interessieren. Also heißt, dein Hochzeitspaar interessiert es überhaupt nicht, ob du Steuern zahlen musst. Das Brautpaar interessiert überhaupt nicht, dass du Mehrwertsteuer zahlen musst. Es interessiert sie nicht, dass du vielleicht Parkgebühren zahlen musst, dass du die Location vorher anschaust, dass du gewisse Programme hast, die neueste Technik hast. Das ist denen alles egal. Hauptsache, sie kriegen tolle Bilder zum Preis, der für sie dementsprechend passend ist.
Ich gehe davon aus, sagen wir eben 6 Stunden Begleitung, 1200. Ich habe dann aber auch noch eine Kalkulation mit 3600, also das Dreifache. Wir gehen jetzt mal davon aus, 1200. Du bist happy, sie sind happy, alle sind happy. Jetzt musst du aber davon ausgehen, dass du jetzt erstmal ein Vorgespräch hast. Also heißt, sie schreiben dir, du sagst, okay, lass uns kennenlernen, wir besprechen mal eure Hochzeit, telefonisch, via Zoom, persönlich. Ich würde es persönlich immer vorziehen. Dann hast du ungefähr eine Stunde, brauchst du für ein Vorgespräch. Kennenlernen, besprechen, Tag an besprechen, was für Wünsche und so weiter. Vielleicht schaut dir noch ein paar Bilder an. Wenn du kein Studio hast, wirst du ja nicht wollen, dass sie zu dir nach Hause kommen. Finde ich auch immer ein bisschen sehr, sehr intim sonst. Da musst du vielleicht irgendwo hin und zurückfahren, 10 Minuten. Das habe ich jetzt aber bewusst nicht mal reingerechnet. Also eine Stunde Vorgespräch. Dann buchen sie dich, dann hast du dementsprechend, du telefonierst mit denen nochmals. Es kann ja sein, dass du die Location vor Ort mal anschauen willst, weil du dir nicht sicher bist. Du möchtest die Kirche anschauen, du möchtest schauen, was ist beim Abend los, wie schaut es da aus. Also heißt, du brauchst eine Vorbereitung. Ich habe jetzt 30 Minuten eingerechnet, das heißt Kameratasche machen, Kamera reinigen, Akkus aufladen, Chip kontrollieren, Chip formatieren, Tasche füllen, Tasche ins Auto bringen und nur. Sagen wir 30 Minuten. Du wirst sehen, das reicht meistens nicht. Dann je nach Fahrzeit, also fast, ich sage jetzt mal, bei uns ist ungefähr so eine Dreiviertelstunde, Stunde ist ein Fahrtweg. Ich habe jetzt aber nur mit 30 Minuten gerechnet. Das heißt, du fährst 30 Minuten hin, 30 Minuten zurück. Du bist mindestens, du willst ja pünktlich sein, dann bist du mindestens eine halbe Stunde, wenn nicht eine Stunde vorher dort, bis du einen Parkplatz gefunden hast, bis du die Adresse gefunden hast, dass du sicher bist, es ist wirklich alles gut. Also ich empfehle dir wirklich mindestens eine halbe Stunde früher da zu sein. Auch diese halbe Stunde kannst du nicht verrechnen. Dann sind die sechs Stunden Begleitung. Dann ist es ja so, wenn die Zeit rum ist, dann wirst du ja nicht genau nach 6 Stunden kommen und sagen, du, die Zeit ist um, tschüss und ciao, sondern du wartest vielleicht nach 10 Minuten ungefähr, da gehst du dann zum Brautpaar, sagst du, die 6 Stunden sind rum, ist gut, wenn ich gehe, und die sagen, ja, danke, war super, dann packst du alles zusammen, dann verabschiedest du dich von den Eltern, von den Trauzeugen, von den Wichtigsten an der Hochzeit neben dem Brautpaar. Das heißt, du bist sicher eine halbe Stunde länger da als die 6 Stunden. Du gehst nach Hause, hast, ich sage jetzt, ungefähr 1.000-1.500 Bilder gemacht. Das heißt, du brauchst ungefähr 30 Minuten, um die Bilder importieren. Du brauchst ungefähr 1 bis 2 Stunden, am Anfang sicher 2, irgendwann geht es dann vielleicht schneller, mit der ganzen Vorauswahl. Das heißt, die Bilder markieren, wo die Augen zu sind, wo die Qualität nicht gut ist. Dann bearbeitest du die Bilder. Ich sage jetzt, wenn du eine 6-Stunden-Hochzeit hast, kannst du davon ausgehen, dass du jetzt 9 bis 12 Stunden bearbeiten. Außer du machst irgendwie ein Preset drüber und sagst, okay, ist für mich erledigt, aber für mich, ich habe den Anspruch, jedes Bild einzeln anzuschauen, zu bearbeiten, optimieren, begradigen und. Also alles was dazugehört. Ich rede jetzt mit 12 Stunden. Vielleicht hast du mal weniger, vielleicht hast du aber auch mal mehr, vielleicht musst du das Rauschen noch entfernen und. Also das sind lauter so Sachen. Du musst die Bilder exportieren, du machst eine Online-Galerie für die Gäste, du machst einen Stick, du machst eine Geschenkbox, du printest vielleicht ein paar Bilder aus für als Hochzeitsgeschenk oder Überraschung. Du musst die Rechnung schreiben, du hast Telefonkontakt bis zur Hochzeit oder danach, schreibst Mails dem Hochzeitspaar, dass du dich freust und. Also auch das, da rechne ich noch mal eine halbe Stunde zusammen. Das heißt, für die komplette Hochzeit von eigentlich nur, also ich bin auch selber überrascht gewesen, als ich das wieder heute gerechnet habe, von 6 Stunden Begleitung arbeitest du ungefähr 20 bis 26 Stunden für eine kleine 6-Stunden Hochzeit. Und wenn wir jetzt von 1200 Euro oder Franken ausgehen, heißt das, du hast einen Stundenlohn von 46 Euro. Okay, ich war bewusst ein bisschen ruhiger, um das ein bisschen dramatischer zum rüberbringen. Also das heißt, wenn du eine
Hochzeit fotografierst, du hast die Verantwortung, du hast den Druck, du bist unter Strom, du musst auf viele Sachen achten, du bist eigentlich eine der wichtigsten Personen an diesem Tag und erhältst 46 Euro pro Stunde. Davon musst du jetzt aber noch Steuern zahlen, dein Equipment zahlen, Versicherung und so weiter. Dann siehst du, das ist viel, viel zu wenig. Am Anfang hast du vielleicht für dich gedacht, ja, aber 6 Stunden, 1200 ist jetzt echt nicht schlecht, oder? Aber wenn du das so siehst, ist es einfach viel, viel zu wenig. Ich habe das gleich jetzt gemacht, ich sage jetzt, wenn wir sagen, okay, 6 Stunden, nicht 1200, sondern für 6 Stunden verlange ich 3600, also ja, eine schöne Zahl für 6 Stunden, da musst du auch zuerst mal jemand finden, der das bezahlen möchte, aber ich habe bewusst einfach mal eine sehr hohe Zahl genommen, also wenn du das kriegst für 6 Stunden, dann bist du schon in der oberen Liga, finde ich. Wenn du noch mehr bekommst, Gratulation, dann bist du in der Champions League. Aber dann hast du 138 Euro oder Franken pro Stunde. Und wenn du jetzt davon aber, ich sage jetzt, wenn du jetzt so viel verlangen kannst, dann machst du das hier schon lange, hast mehr Erfahrung, der Kunde profitiert mehr davon. Aber du musst dir davon, von diesen 138 Euro oder Franken musst du noch bezahlen, eben Steuern, Einkommensteuer, Mehrwertsteuer. Du musst dein Auto bezahlen, du musst den Sprit dafür bezahlen, du musst dementsprechend Speicherplatz, die verschiedenen Online-Galerien, die du vielleicht hast für deine Kunden, den Speicherplatz, Technik, Weiterbildung, du hast, um überhaupt Kunden zu gewinnen, musst du vielleicht irgendwo, ich sage jetzt Google-Werbung zum Beispiel, schalten und du weißt, pro Hochzeitspaar, bis es bei dir bucht, musst du vielleicht 50 oder 40 Euro ausgeben via Google, bis du eine Anfrage, bis du eine Buchung hast. Also auch das musst du irgendwo bezahlt haben. Also von dem her ist hier extrem viel dabei, wo man gar nicht dazu berechnet. Und deshalb ist für mich wichtig und ich weiß selber, also wenn ich Kalkulationen mache, wenn ich bei meinem Kurs erfolgreich selbstständig werde, wenn wir dort Thema Kalkulation haben, dann, und das hatte ich es früher auch, es gibt immer zwei Arten von Kalkulation. Die einfache Kalkulation, man sagt, okay, ich habe die Kamera, ein Auto, ja, ich muss ein bisschen Benzin zahlen, aber das fülle ich einmal den Tank, das sind 100 Euro, fertig. Ich habe ja eh Lightroom auf meinem Computer, ich habe das und das ja eh. Dann kann man sich natürlich schönreden und sagen, okay, aber ja, wenn ich jetzt eine halbe Stunde früher da bin, kann ich ja ein bisschen Instagram posten. Das ist ja nicht die Zeit, wo ich an der Hochzeit berechnen muss. Oder ich mache mit Künstliche Intelligenz, habe ich Softwaren, wo ich schneller eine Auswahl bekomme oder was auch immer. Also man kann sich's immer schön reden. Dann klingt auch der Stundenlohn natürlich um einiges schöner und attraktiver. Aber, und ich weiß, da blutet einem vielmal das Herz und man denkt, das kann ich doch nicht verlangen, ich habe so viel Kosten. Aber wenn du wirklich mal kalkulierst, was du für Ausgaben hast, wenn du als Fotograf davon leben möchtest, dann musst du ganz, 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 ganz ehrlich zu dir sein, zu deiner Kalkulation sein. Weil du hast ja vielleicht mal Ferien, weil krankheitsbedingt kannst du nicht arbeiten. Das sind lauter Dinge, die du auch reinrechnen musst. Wenn du professioneller Hochzeitsfotograf bist, musst du reinrechnen, dass du vielleicht 3, 4, 5 Monate keinen Umsatz hast. Vielleicht durch Alben, aber nicht durch Hochzeiten. Wenn du sagst, ja, aber ich mache das nur nebenbei, dann musst du ja trotzdem, weil du hast einen Druck und das Problem ist, wenn du Geld dafür verlangst und es geht in die Hose, dann die Kunden, das Hochzeitspaare, haben eine Erwartung, wenn sie was bezahlen. Und sie wollen perfekte Arbeit, perfekte Bilder haben. Das heißt, du musst dich weiterbilden. Auch das kostet Geld. Das musst du auch dementsprechend in die Kalkulation reingeben. Also versuche wirklich mal für dich alles, was ich dir gesagt habe. Ich sage jetzt, dass du für dich mal durchgehst, wie viel Zeit brauchst du? Vielleicht bist du beim Vorgespräch, hast du höchstens eine Viertelstunde, weil du so ein toller Typ bist und die Leute sagen nach einer Viertelstunde, du, hör auf zu reden, wir buchen dich, wir nehmen dich, pam. Ich brauche eine Stunde. Ich möchte das Paar kennenlernen, ich möchte herausfinden, passen sie zu mir, passe ich zu ihnen, wie ist der Ablauf und so weiter. Aber geh davon einmal aus,
Kalkulier mal für dich, wie lange hast du für ein Vorgespräch? Wo triffst du dich? Was hast du im Schnitt für Hin- und Rückfahrt? Wie viel Zeit brauchst du für die Vorbereitung? Was hast du im Schnitt für eine Fahrtzeit? Wie viel möchtest du oder bist du normalerweise vorher dort bei der Location? Schaust du die Location vorher an? Wie lange brauchst du für die Bildsicherung? Wie lange brauchst du für die Bildbearbeitung, um die Online-Galerie zu erstellen? Darauf zu warten, bis endlich die Bilder exportiert sind? Auf die Post zu fahren, um das Paket für das Brautpaar zu senden, für die Software, wo du die Rechnungen schreibst, für die Kontoführung und. Also du siehst, es gibt so viele Dinge, und schreib die wirklich mal auf, rechne mal die Stunden zusammen, rechne deinen Preis und dann überleg für dich, und das ist ganz unterschiedlich. Dann musst du einfach dich persönlich fragen, ist für mich dieser Stundenlohn, für diesen Druck, für die Wochenende, die draufgehen, Wochenende, wo ich vielleicht die Kinder nicht sehe, weil ich arbeiten muss, weil ich nachts erst heimkomme, ist das genug? Bin ich mit dem glücklich? Wenn ja, perfekt. Wenn nein, ändere die Preise für nächstes und übernächstes Jahr. Und dann hast du vielleicht 2, 3 Hochzeiten weniger, hast aber schlussendlich, wenn du die Preise anhebst, trotzdem immer noch mehr. Und es ist ja auch so, dass wenn ein Hochzeitspaar mehr Geld ausgeben kann für einen Fotografen, ich gehe jetzt davon aus, dass deine Bilder toll sind, dann ist es ja so, dass das Brautpaar meistens auch mehr Geld hat für eine tolle Location. Eine tolle Location gibt schönere Bilder, und schönere Bilder gibt wieder bessere Kunden. Also du siehst, es steigert sich immer, und deshalb ist natürlich auch klar, wenn du jetzt ganz am Anfang stehst, dann ist natürlich, wenn du den Preis gleich raufjagst auf, keine Ahnung, 2.000, 3.000, dann hat natürlich der Kunde mehr Erwartungen an die Qualität, an den Service, an die Dienstleistung, als wenn er nur 500 zahlt. Also heißt, du erhöhst natürlich deinen internen Druck natürlich auch, wenn die Preise dementsprechend höher sind. Aber immer dort, wo du denkst, mehr kann ich nicht verlangen, da gebe ich dir den Tipp, wenn du sagst zum Beispiel, für diese Zeit möchte ich 2.000. Und du sagst mit 2.000, okay, das fühlt sich gut an, ich bin gespannt, ob da die Leute buchen. Dann sage ich dir jetzt schon, wenn es bei dir kein Bauchkribbeln gibt im Bauch, dann setz nochmal 20% drauf, und dann hast du den richtigen Preis. Und ich weiß selber, meine Frau hat auch am Anfang früher, wo ich gesagt habe, ich gebe die Preise wieder rauf, sagt, so kannst du nicht noch mehr verlangen. Also es ist doch, dann sage ich, doch, ich gebe die Preise rauf. Also ich habe auch die Preise jetzt für 24 erhöht, weil einfach alles teurer wird. Es fängt schon an bei der Online-Galerie, wo für die Hochzeitspaare sind, für die Geschenkboxen. Also alles wird teurer, also alles. Und ja, warum soll ich jetzt einfach den gleichen Preis nehmen und einfach schlussendlich weniger verdienen, obwohl alles teurer wird? In der Schweiz wird auch die Mehrwertsteuer nächstes Jahr teurer, auch hier, das muss man berücksichtigen. Also von dem her, mir geht es einfach darum, Hochzeitsfotografie ist ein super schöner Job, man hat tolle Leute, man hat glückliche Leute, man kann essen, man kann trinken, man hat coole Musik und. Aber es ist ein gigantischer Druck. Man ist immer unter Strom, man braucht das beste Equipment für die beste Qualität. Man braucht schnelle Rechner, damit man nicht Stunden, und auch hier vielleicht noch ein Tipp, wenn du jetzt vielleicht einen alten Rechner hast und du denkst, okay, bis ich 2.000 Bilder importiert oder bearbeitet habe, und ich brauche bei jedem Bild brauche ich 2 Sekunden länger, weil ich einen alten Rechner habe, dann kannst du deinen Stundenlohn extrem erhöhen, wenn du einen schnellen Rechner hast. Also mir ist immer, wenn etwas Neues rauskommt, ich kaufe immer den neuesten, schnellsten Rechner, einfach aus dem Grund, weil ich bei 1.000 Bildern mindestens 2 Stunden sparen kann. Wenn du das oder 3 Stunden, je nachdem, bei jedem Shooting Zeit sparen kann, und das ist einfach ein großer Zeitgewinn, der sich extrem schnell rechnet. Von meiner Kalkulation aus, von meinem Budget aus. Aber das musst natürlich du für dich dementsprechend sehen. Vergiss auch nicht, die Werbung reinzurechnen, Visitenkarten, Prospekte und, alles, was du brauchst. Also einfach denk an alles, schreib alles auf. Ich weiß, je mehr du aufschreibst, desto mehr tut es im Herzen weh, desto mehr fühlt es sich komisch in der Bauchgegend an, je weniger motivierend ist es, wenn man sieht, was man hat, man für Kosten, wie viel Zeit braucht man wirklich. Aber
Wenn du langfristig davon leben möchtest, gut leben möchtest, deine Familie ernähren möchtest, irgendwann deinen Hauptjob vielleicht, ich sage jetzt mal, runtergehen möchtest, dann ist entscheidend, dass deine Kalkulation einfach stimmt. In dem Fall, ich wünsche dir eine schöne Woche, viel Spaß bei Hochzeiten. Du kannst natürlich auch dieses Beispiel für Kalkulation im Studiobereich nehmen, dass du einfach gut kalkulierst, glücklich bist und ja, wünsche dir dementsprechend ganz einen schönen Tag noch. Tschüss und ciao.